Ja, was ist denn das? Ist das ein Tablet? Oder kann man das essen? Findest du schon? Ja, was haben wir denn hier? So. Vielleicht kann man einen Film schauen. Salve. Hey, cosa prende? Una pizza? Margherita? Poi... sì, acqua. Sehen. Ne? Die Kollegen haben schon ein bisschen gerätselt. Ich möchte es jetzt mal aufklären. Also, wir haben hier einen KNX Touchscreen für den Außenbereich und ganz speziell, wo es darum geht, dass es also strahlwassergeschützt ist und auch ziemlich schmutz- und staubdicht ist. Ihr werdet jetzt natürlich sehen, auf den ersten Blick von der Visualisierung, es ist jetzt von der Grafik her nichts Kompliziertes, ist was ganz Einfaches und das ist auch mit Absicht so gemacht, weil wir wollen ja das Ganze im Außenbereich befestigen und im Außenbereich haben wir hier das aus dem vollen gefräste Aluminiumgehäuse, also ist natürlich für die Aufputzmontage, wenn man so genauer hinschaut, von der Dicke her hier, was sind das? Das sind ungefähr so 2 cm Befestigung an der Wand, hinten ist mit dieser Edelstahlplatte möglich. Dann haben wir hier Bohrungen, Aussparungen, dass man halt ganz flexibel das befestigen kann. Warum zeigen wir euch das? Ich finde, wir haben oft die Situation, dass bei größeren Anwesen mit Außenanlagen, wenn es darum geht, ein Schwimmbad, ein Pool oder auch ein Gewächshaus im Gartenbereich, dass ich dann hier, jetzt hat es gerade umgeschaltet, dass ich dann eine komplexere Dinge steuern will und das Ganze natürlich über KNX. Da muss man natürlich sagen, Vorsicht, KNX im Außenbereich. Wer mich kennt, ich halte davon nur im Einzelfall, für solche Geschichten halte ich da was davon. Ansonsten führen wir in der Regel nie KNX nach außen. Wie gesagt, das ist jetzt hier für den privaten Außenbereich, das ist also nicht für den Außenbereich, das heißt also, wo ich dann im öffentlichen Bereich bin, das sowieso nicht. Sondern das Ganze könnte man dann hier zum Beispiel an einem Sichtmauerwerk könnte man das anbringen. Man könnte das an der Garage anbringen, man könnte es an einer Halle anbringen. Man kann es natürlich auch im Innenbereich anbringen, aber ich will natürlich auch hier diesen besonderen Wetterschutz, Wasserschutz, Schmutzschutz, den will ich natürlich nutzen. Was ist hier besonders an diesem Touchscreen? Ich kann hier insgesamt solche Kacheln, wir haben jetzt hier noch gar nichts aufgespielt, muss ich dazu sagen, ne? Wir wollten euch das mal kurz vorstellen. Insgesamt sind das solche 8 solche Kacheln und man kann dann hier unten Seiten anlegen und da lassen sich 4 verschiedene Seiten von der Steuerung anlegen. Man kann natürlich bei den Kacheln jetzt hinterlegen, kann man Schaltfunktionen hinterlegen, da kann ich sogar Eingabefelder hinterlegen. Also kann ich Abfragen machen, das könnte man eigentlich auch mit einem Türzugangssystem koppeln, mit einem Motorschloss koppeln, wie auch immer. Uns ging es mal darum, euch das vorzustellen. Jetzt habe ich noch gar nicht den Namen gesagt, das ist der Fabro KNX, gibt es glaube ich noch nicht so lange, gibt es ein paar Wochen schon. Und reiner KNX Touchscreen, also da braucht jetzt kein Netzwerk, was ihr hier unten seht. Da über dieses Kabel, letztendlich kann man KNX-Kabel nehmen, wird einerseits der KNX-Bus übertragen, andererseits braucht man noch eine Hilfsspannung, 24 Volt, ich habe jetzt hier 30 Volt dran liegen, funktioniert sehr gut. Dieser Touchscreen lässt sich sehr einfach mit seiner Visualisierung, die er integriert hat, lässt sich über die ETS 6, aktuell ETS 6, programmieren. Für euch vielleicht nochmal so als Größenvergleich. So, das ist jetzt der Fabro KNX, ne, von Elsner Elektronik, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Und als Größenvergleich haben wir hier das iPhone 13 Pro Max mit einem 6,7 Zoll Display. Ne, also hier, ne, so könnte man es vielleicht sehen. Da kann sich vielleicht jeder von euch mal ein bisschen vorstellen, wie groß das Ganze ist. Das Ganze kann ich über die ETS auch einrichten, steuern.
Und insgesamt ist das ein Kommunikationsobjekt Riese. Insgesamt haben wir 336 Kommunikationsobjekte. Also das sind die ganzen Möglichkeiten, die ich hier an Ein- und Ausgängen, die ich über den Bus hier, wo ich das Display beschicken kann, habe ich wirklich ein Riesenspektrum. Man könnte jetzt auch sagen, wenn man das jetzt vergleicht, wie ist das einzuordnen am Markt, der Fabro KNX, den könnte man mit dem Gira G1 vergleichen oder auch mit der Basalte Alley. Könnte man, würde ich auch nicht vergleichen, weil das ist ja hier für einen Spezialanwendungsfall im Außenbereich, wo es vielleicht dann auch mal minus 10 Grad hat, wo es feucht ist, wo ich hier Raureif drauf habe, wo ich vielleicht auch Schmutz habe und das Ganze eben noch funktionieren soll. Am Schwimmbad irgendwie vielleicht eine Lichtszene starten will da draußen oder ich möchte irgendeinen bestimmten Musiktitel starten, gerade wenn ich nasse Hände habe, ne, oder feuchte Hände habe. Oder dass ich an einem Gewächshaus die Bewässerungsanlage starte, ne, oder dass ich bestimmte Werte abrufe. Da gibt es ja, ich weiß ja von, da gibt es ja einige bei euch, die dann ganz bestimmte Anforderungen haben. Ne? Oder ich habe jetzt beispielsweise an einem Pool, ne, dann kann ich mir an dem Display anzeigen, wie ist der Zustand meines Wassers. Wir haben ja, wenn ihr euch noch mehr für Touchscreens und für Taster, gerade was alles, was mit KNX zu tun hat, wenn ihr euch dafür interessiert, da gibt es schon eine Menge Beiträge bei uns. Auch die ganze Einschätzung, wie wir das sehen, herstellerneutral, gibt es auch auf unserer Webseite gibt's, viele Informationen, wo wir die einzelnen entsprechenden Touchscreens und Taster einordnen. Ich bedanke mich jetzt für das Zuschauen und freue mich auf den Daumen, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Und sage bis zum nächsten Mal. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr uns abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.